Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Spider-Man Miles Morales Let's Play. Ja, Freunde, wir sind wieder in New York City unterwegs mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Und nein, damit ist nicht Peter Parker gemeint, sondern unser guter alter Miles, der hier diese kranke Venom-Power hat, Leute. Danke, wie gesagt, für euren Feedback. Ich muss das jede Folge sagen, es tut mir leid. Letzte Folge habt ihr aber nicht die 10.000 Likes geschafft. Was war da los, hä? Da habt ihr nachgelassen, deshalb jetzt alle mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ich dachte mir, heute zu Beginn der Folge gehen wir mal auf den Avengers Tower hoch. Auf dem waren wir auch noch nicht gewesen, in diesem Spider-Man. Lass uns den mal erklimmen und oben uns die Ansicht anschauen, was uns da Schönes erwartet. Hier ist der Tower. Wir rennen einfach die Wand hier hoch. Running Man Challenge. So, hier im Hintergrund sehen wir J. Jonah Jameson irgendwas labern. Lass uns hier erstmal hochfliegen und zack, wuhu, boom, was macht so Bock, dich so hochzuziehen, richtig nice. Und jetzt hoch mit dir, Junge, wie hoch, Alter, wie hoch geht das bitte hier? Sind wir jetzt schon ganz oben oder was? Niemals sind wir jetzt schon ganz oben auf dem Avengers Tower. Bruder, okay, boah, ist ja alles vernebelt. Ich muss das machen. Was ist das denn? Anrufen und mich in den Underground einschleichen. Alter. Hey, Miles. Bist du okay? Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, beim Fisk Tower, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay, dann geht's jetzt zum Fisk Tower. Ich werde mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool. Okay, so. Triff dich mit Finn in Hell's Kitchen. Woohoo! Einfach mal ein bisschen Faxen machen hier. Yay! Woohoo! Ja! Hey, die Farben von deinem Spidey-Kostüm sind... Scheiße, ich dachte, ich bin gerade gestorben. Wie krank das einfach jetzt in den Straßen rumzulaufen und sowas. Ihr wollt ja, dass ich sowas auch zeige, wie ich hier einfach mal... Guck mal, jetzt würde ich sagen, komm, sollen wir mal einfach mal ein bisschen rennen? Dann sieht die mal, wie das Leben als Spider-Man zu Fuß ist. Wir rennen jetzt einfach mal durch die Straße hier. Das sieht schon krank aus. Stellt euch mal bitte vor, Next Gen, GTA 6, komplett ausgereift, neue Grafik, alles. Dann sage ich mal und tschüss. Das wird einfach nur krank werden. Und ich werde natürlich bei Folge 10 dann ein Stunden-Special hochladen, Freunde. Aber da können wir auch auf jeden Fall mal ein paar Nebenmissionen machen. Wir müssen ja nicht dann komplett die ganzen Hauptmissionen machen, ne? Gucken wir einfach mal, wie wir das machen werden. Und dann würde ich sagen, wuhu, gehen wir jetzt wieder schwingen. Wie viel schneller der unterwegs ist. Alter, wie geil das mit diesem Schnee hier aussieht, ne? Also das Spiel kam auch wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt raus. Genau zu Weihnachten, wo es schön überall, ja, so dieses Feeling ist. Weihnachten, dann dieses Schneemee und alles. Corona, Morona, aber im Spiel ist kein Corona. Ah, schwierige Situation. Ach, geil, Alter. Ja, danke für euer Feedback, Leute. Gestern kam das erste Call of Duty Let's Play online. Wer das noch nicht abgecheckt hat. Und denkt auch dran, mit meinem Partner Level Up, die 2 für 1 Aktion mit dem Code auf RILLE2. Und dann sind wir auch direkt angekommen. Wenn ihr Anmerkungen habt oder gerne Wünsche, schreibt sie rein. Aber guckt euch mal die Reflexion des Tower. Nimmt das denn hier ein Ende? Kommen die denn auf einmal alle her? Woo! So, jetzt treffen wir uns mit Finn. Und dann geht's ab in den Underground. Hell's Kitchen. Juhu! Okay. Wir sind da. Let's go. FBI, open up! Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur... So. Rück mit der Wahrheit raus! Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Sag die Wahrheit, Finn. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also,
Das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Ich bin Spider-Man. Der wahre Grund ist... Ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team? Ich weiß nicht. Also Rick war... Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Bah, Friendzone, Korb bekommen, Korb des Jahres. Okay, ach, geil. Gehen wir. Wohin? Ich würde mal sagen, Friendzone. Ab in die Friendzone, Miles. Das Schlimmste, wenn eine, von der du was willst, sagst, du bist ein guter Freund für mich. Du ja, weißt, dass ich ihn nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Spring doch hoch, Digga! Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung. Weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxanne an. Komm schon. Gleich tut er so, oh, das ist verdammt hoch. Aber dann in Wirklichkeit schwingt er da mit seinem Netz. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Oha. Das ist ja eine richtige Mutprobe. Du schaffst das. Stell mal vor, der macht gleich irgendeinen Fehler, fällt runter. Auf einmal zieht er sich mit seinem Netz wieder hoch. Der soll mal nicht so tun, als ob der da so... Oh shit, oh mein... Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Oh mein Gott, also ich bin ganz ehrlich, das würde ich mich jetzt nicht trauen. Also wenn ich Spider-Man wäre, okay, aber... Digga, die hat doch nicht diese Fähigkeiten, hart. Alter, sind die verrückt. Na los, Miles, gib dir Mühe. Ei. Tu doch nicht so, Mann! Einfach, der Spider-Man! Komm schon! Kann ich irgendwas bewirken? Ich drück nur geradeaus, Leute. Mehr drücke ich gar nicht. Wie lange braucht er denn? Schwierig! Alles. Ja, klar! Halt's Maul, Digga! Halt's Maul! Da bricht sich jeder doch die Beine, Digga! Niemals! Hab dich. Klar. Und das soll ein Normalsterblicher schaffen, angeblich. Ich glaube, das ist gerade ein Test von ihr, um zu gucken, ob er Bin Spider-Man ich jetzt ist. Bin offiziell Clubmitglied? Jetzt kriegt er schon eine Faust in die Fresse. Aber pass auf. Die Leute hier mögen Neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast deine Lieferung geklaut. Das war Alter. Ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Boah, wie geil das hier aussieht. Ja. Yeah. Gut. Oh, wir sind in der Höhle. Gut, du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Der neue. Oh Mann. Hast du die gebaut? Alter. Ja. Geisteskrank. Oh mein Gott, was für geile LEDs hier, ey. Bruder, so will ich mein Zimmer einrichten. Programmierbare Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Boah, sieht richtig, richtig geil aus, Mann. Die schlechte Nachricht der Woche. Deaktivieren, drehen. Sie gehen doch nicht nach unten, oder?
Kevin dreht echt durch wegen dieser Schildkröte. Sieht unnormal geil aus. Yeah. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Boah, das könnte ich den ganzen Tag machen. Nein, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das U-Form lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Boah, ja, super. Okay, stopp. Stopp, jetzt muss ich wirklich Pause drücken, weil das geht gerade zu weit mit dieser Musiklautstärke. Die Musik muss komplett weg, weil sonst ist das Video gleich gesperrt, alles. An mir kommt keiner. Und du hörst man trotzdem Musik, hallo? Hört man denn trotzdem die Musik so laut hier? Ja, super. Okay, gut, dann müssen wir reden. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Wow, wie viel Geld hier ist. Ja, warum ist die scheiß Musik denn hier so laut, Alter? Einfach unnötig, ehrlich. Ja, geil. Geil, ja. Und Spider-Man hat die Brücke. Liest einfach unten mit, Leute. Ihr könnt jetzt nichts hören. Ihr müsst jetzt einfach nur reden, gucken. So, gucken, gucken. Lucky, Lucky, billiger, billiger. 5 Jahre Garantie. Mann, das ist scheiß Musik hier, Mann. Mach die aus. Was soll die Kacke denn hier? Der Fist Tower. Der Fist Tower. So, renn doch mal ein bisschen schneller hier, Alter. Was macht der denn da? Wow. Sieht krank aus. Und krank, dass die uns einfach da so mitnimmt, ne? Nur weil ich einmal runtergesprungen bin. Weil normalerweise wird das kein normalsterblicher Mensch schaffen. Oh, sammeln. Ja, Erdgeschoss. Lass mich runter hier, hallo. Lass mich runter hier. Ich bin drin. Stell mal vor, er schreibt so, ich bin drin. Und er schreibt so, in Finn? Oder wo bist du drin? Zieh dich um. Wie zieh dich um? Was für zieh dich um, Digga? Okay, ja, wir müssen halt ein bisschen aufpassen wegen der Mucke hier. Ah, oh, es geht. Time to speed up. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Alter. Krank. Das ist schon heftig. Aber es wäre auch irgendwie auffällig, wenn jetzt Spider-Man kommen würde, ne? Das wäre sehr, sehr auffällig. Okay, so. Ja, okay. Dieser Beat ist auf jeden Fall nice. Aber wir müssen aufpassen wegen Musik. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. So, und da sind wir wieder, Peter Parker. Warum habe ich das Gefühl, dass er jetzt erwischt wird? Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse. Mein Gott, mach die scheiß Musik aus. Noch nicht. Diese aber Idioten, Alter. Ich werde versuchen, dir zu folgen. Das ist so dumm. Wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Was labert der da? Warte, was? Nein. Ja, super, Alter. Okay, ich bin im H-Room. Toll. Ein paar andere wie geht denn die scheiß Musik aus? Das fuckt mich ja gerade richtig ab, Digga. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier wie so ein Idiot rumlabern, Alter. Was ist denn die Scheiße denn hier? Egal, wir müssen einfach jetzt durchgehend labern heute, okay? So, alles klar. Lautsprecher, Lautstärke, Lautstärke, der Räusche aus dem Kontrolllautstärker. Na, schreisch. Ruhe. Okay. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Das haben wir trainiert. Jawohl. Die Musik ist aus. Schön. Bring's zu Ende. Das ist immer so einfach. So. Die Tarnung ist echt nice, ne? Ich fühle die Tarnung. Okay. Ja, super. Wie dumm. Wie dumm warst du denn? Warum kickst du? Bruder, was geht? Bruder, was geht denn hier ab? Mit was für Waffen schießen die auf uns? Bruder, was geht hier ab? Was geht denn hier ab? Alter! Wege die Underground-Mitglieder, Bruder! Damit hast du nicht gerechnet. Zack, egal, ich mach jetzt alle einfach Platz, scheiß drauf. Ja, ja, wir machen jetzt wieder 40 Sekunden wie letztes Mal. Nein, Spaß, 40 Sekunden kriegen wir nicht hin. Aber egal, zack. Ja,
Jetzt sieht er mich nicht mehr, ne? Er ist viel zu schnell. Ja, ich bin auch schnell. Zack. Zack. Woo! Da kriegst du jetzt mal. Bam, eine Venom-Faust hier. Geh mal fliegen, du Hund. Woo! Boah, Junge. Wir brauchen jetzt hier richtig geiles Timing. Alter, geht's hier ab. Zack. Ole. Pana. A la fiesta. Marcos. Yevama. Ole. Woo! Schmeiß gegen seinen Kopf. Stop. Ich muss den irgendwie da holen. Hol dir den. Diese scheiß Waffen müssen wir erstmal holen, weil diese Waffen sind einfach zu krank. Wenn die uns einmal treffen, ist vorbei. So, Finisher bereit. Wo sind die anderen? So, da. Naru. Spidey, zieh dich hoch. Wow. Wow. Eieiei. Zack, so. Olle, um. Bam, Junge. Junge, das ist einfach eine Frau, Digga. Der haut die einfach so kaputt. Der ist doch bescheuert. Ja. Spider-Man ist komplett Rille, glaube ich, gerade noch. Was ist denn das für eine Figur hier? Alter, ist das nicht diese Figur von diesem einen Typen aus dem ersten Spider-Man? Dieser, ich weiß gar nicht mehr, dieser Lee oder keine Ahnung, wie der hieß. Junge. Hey, halt das mal bitte! Boah, in die Fresse rein. Eieiei, Finisher bereit. So, zack. Da sind wir schon einige. Oh oh. Boah. Wichtig ist immer, einen perfekten Zeitpunkt Kreis zu drücken, weil dann lädt sich alles nochmal auf. Ja, es sind aber richtig viele hier. Ich komme mir gerade vor wie bei Matrix Neo gegen alle. Wisst ihr noch bei Matrix Reloaded? Zack. Junge, wie flüssig das aussieht. Richtig KFC hier. Durchfall nach. Ey, Junge, Durchfall. Zack. Oh, oh. Granate. Eieiei. Zack. Na? Bam. Boah. Wo viele sind denn da noch? Moment. Warte mal. Und dann R3. L3. So, die müssten dann jetzt alle tot sein. Wo sind denn noch andere? Ich sehe keine mehr. Oh, das sind ja noch richtig viele. Ich glaube, die zwei sind da unten erstmal wichtig. Wie machen wir nochmal diesen Venom-Schlag? Warte. Venom-Schlag haben wir gerade mal gar nicht. Können wir gar nicht machen. Also, Venom-Schlag ist immer sehr nice. Junge, was willst du mit deiner Waffe hier, hä? Ja, genau, so war das Venom-Schlag. Der ist richtig geil. Lieferung! Und dann gibt's hier noch einen Finisher. Was hältst du davon? Bam! Bringt die zum Taumeln, Alter. Hier. Junge, das sind aber echt viele. Richtig viele. Boah. Aber am Anfang, ich dachte erstmal gerade, ey, was wird das für eine kranke, schwere Stelle? Okay, ist auch nicht so einfach gerade, muss man sagen. Wir müssen jetzt schon richtiges Timing haben. Ja, das macht so Laune, dieses Kämpfen einfach. Jetzt könnte man echt den ganzen Tag machen. Das ist doch bestimmt geil zum Zusehen. So, ich versuche natürlich auch die nächsten Folgen ein paar neue Moves zu kaufen, die auch mal anzuwenden. Bam, 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 boom, bam. Am besten immer ausweichen, wenn es rot wird. Jetzt aber schnell! Junge, Junge. Was ist los mit dir, hä? Zack, zack. Ich glaube, es sind nur noch ein, zwei Stück oder so, ne? Oder? Nur noch er da hinten. Junge, wie viele sind das denn hier? Lass mich mal jemand frei! Hallo? Bam. Gehen die mir auf den Sack, Alter. Wie viele kommen denn hier nochmal? Ey, wenn ich jetzt sterbe, ich würde so ausrasten, ne? Weil war alles umsonst gerade hier. Aber gerade, ey. Wo? Da oben. Na du? Boah. Junge, Junge, Junge. Okay. Leute. Noch immer keine Spur von Finn. Muss ja irgendwo hin sein. In einem Interview sagte Fisk mal, er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Was soll das heißen? Also hier, was ist der Geheimgang? Aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ich suche ja. Ja klar, ist doch logisch, hey, Digga. Hey, ich glaube, ich hab was. Ich hab's gewusst, Digga. Ich hab's gewusst, dass das ist. Das kam mir schon so spanisch vor. Oh, Geheimtrip. Ah. Aber das ist doch so auffällig, seid mal ehrlich. Guck mal, er kommt dahin
ne, als Miles. Und auf einmal, halbe Stunde später, wo er weg ist, komischerweise, kommt Spider-Man. Also da würde ich doch jeder Idiot mit der 1 und 1 zusammenzählen. Wie soll Spider-Man rausfinden, dass das hier alles ist und so? Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Boah, wie krank das aussieht, ne? Guck mal hier. Ich halte die ganze Zeit allein gedrückt. Hast du den Lärm aus der Nase gehört? Der höllische Felix sein, Alter. Ich weiß, du willst dich mit ihr überlegen, aber seit der Brücke sind drei Leute. Drei! Wir wissen, wie gefährlich Nuform ist. Du wusstest doch, dass es gefährlich ist. Das war ja nicht. Aber wenn wir auch krank werden... Wenn du es nicht packst, kannst du ja gehen. Im Underground haben wir keinen Platz für Schwächlinge. Hast du gehört? Das Nuform macht auch den Underground krank. Die sind so... kaltschnäuzig. Oh, was ein Tresor. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß, vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Geil. Was es ist, oh woher es stammt. Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Oh mein Gott. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Richtig knapp. Gut. Oh oh. Boah, das war ein krankes Foto, ehrlich. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Junge, Junge, wie knapp. Was geht jetzt ab? Ist der irgendwie dumm? Hat er den nicht gesehen? Oh oh. Drücke für einen Venom-Sprint. Wow. Wow. Was soll das? Ist das ein neuer Move? Alter. Keine Ahnung, was das war. Aber Junge. Das funktioniert. Was war das denn gerade für ein Schlag? Ich sehe mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf den Boah. Cool. Bruder, dieser Venom-Sprint ist anders krank. Super, jetzt müssen wir sie alle wieder platt machen. Egal, machen jetzt alle platt hier. Bam, Junge, Kick in die Fresse. Zug, hu. Oh, oh. Du hältst es nicht auf. Alter. Junge. Der Venom-Sprint ist echt genial, ne? Aber die haben irgendwelche Schwerter, diese Unnormal-Kranzen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Junge, das ganze Geld hier, Alter. Kann ich in Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen. Ich mach den fertig, Spider-Man! Bam! Das ist hier ein Finisher. Zack, in der Luft sogar. Bam, Junge! Bock auf einen Venom-Sprint? Boah, das sieht so geil aus mit diesen. Wie das hier alles hin und her fliegt und so. Was ist denn mit dir los, hä? Na, du, alles klar? Geil, Alter. Einfach nur Dreieck gedrückt die ganze Zeit. Ich habe das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Boah, krank, wie viele Nebenmissionen das Spiel hat. Also wenn man diese ganzen Nebenmissionen macht, ist man locker 20 Stunden dran. Wir sehen da Gesamtfortschritt unten links 24%. Aber die Story haben wir bestimmt gerade schon so zu 40%, würde ich sagen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der die Nebenmissionen macht. Manchmal sind bestimmt coole Missionen dabei. Auch so mit Filmsequenzen. Aber... vieles ist dann auch bestimmt so dasselbe. Immer wieder die Frau aus dem Gebäude rausholen, dann ist den rein darstecken. Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Gem Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du dich verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin.
Und ich versuche weiter rauszufinden, endlich ob Sweet Norman dauernd abstürzt. Nee, mal weg. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen. So, Aktivität, begib dich zum Jam Theater. Würde ich sagen, komm, eine Mission machen wir hier noch, Alter. Eine Mission machen wir, oder? Sollen wir uns nochmal... Komm, wir gucken uns nochmal was an hier zum Abschied der Folge, Leute. Lass uns doch nochmal hier zum Avengers Tower hochgehen und uns das da nochmal angucken hier. Ganz entspannt, weil... Ja, Pam geschrieben, ich soll am besten alle Folgen oder am Stück aufnehmen, ne? Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan davon. Ich find's geiler, lieber immer so eine halbe Stunde aufzunehmen, weil ich dann halt voll mit Action dabei bin. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei Stunden am Stück zocke, ist das nicht so das Feeling, als wenn ich jetzt einfach selber eine halbe Stunde zocke, finde ich persönlich. Weil da bin ich dann voll dabei. Es geht darum, dass du musst ja ein bisschen Überblick haben, ne, wisst ihr. Das ist nicht so easy. So, kommen wir jetzt nochmal zum Avengers Tower, Leute. Gucken wir uns den gemeinsam an. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Was habt ihr Bock beim 1-Stunden-Special? Das wird ja dann bei Folge 10 kommen. Sollen wir dann mal ein paar Nebenmissionen machen? Ein bisschen leveln, unsere Fähigkeiten aufbessern? Würde ich persönlich geil finden. Oder, ja, wir gucken mal, ob wir dann Hauptmission machen. Weil das Spiel geht leider nicht allzu lange. Das ist das Ding. Das dürft ihr auch nicht vergessen. So, und jetzt gucken wir uns nochmal den Avengers Tower von oben an. Ich will mir den nochmal einmal angucken. Das ist ja, glaube ich, ist es höher als das Empire State Building, wo wir waren? Wir müssen auch mal auf das neue New World Trade Center. Da müssen wir auch mal drauf. Aber das ist ja jetzt hier der Avengers Tower. Komm, gucken wir uns jetzt mal an. Ei, ei, oh mein Gott, Digga. Ich habe schon was gesehen gerade. Ich habe gerade schon was gesehen und... Heilige Scheiße, okay. Empire State Building ist da. Okay, ist krass. Das ist fast gleich hoch. Junge, guck mal, was wir für einen Ausblick haben auf New York, ne? Wie detailreich das alles gemacht worden ist. Alter, da drüben sieht man ja, da ist schon... Da wurde nicht mehr viel gemacht. Das sieht so richtig billig aus da hinten. Aber die können ja auch nicht alles machen. Aber die haben, guck mal, komplett New York hier mit dem Central Park und so. Also New York ist schon eine kranke Stadt. Stellt euch mal das jetzt vor, diesen Anblick bei Nacht. Das muss doch einfach nur wahnsinnig aussehen. Wahnsinnig. Ja, dann würde ich sagen, komm, wuhu! Boah, Junge, wie hoch das ist. Fliegen wir da nochmal hin? Laut App haben Ausbrecher in einem Laden Geiseln genommen. Ja, easy. Oha, wir sind schon angekommen. Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Ja! Das hat gezwiebelt. Dein Anzug einfach rein. Sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Der Strom muss irgendwo herkommen. Und damit würde ich sagen, machen wir genau an dieser Stelle weiter. Deaktiviere die Generatoren. Und Freunde, nimmt den Like-Button auseinander. Ich will hier wieder die 10.000 Likes sehen. Morgen geht's weiter mit Call of Duty. Übermorgen geht's wieder weiter mit Spider-Man. Und euch erwarten natürlich bei Folge 10 ein 1-Stunden-Special. Denkt dran, Instagram und Twitch abzuchecken. Und ja, Leute, euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich liebe euch alle. Danke für euren Support. Danke, dass ihr jetzt Ende des Jahres den Kanal hier nochmal zum Leben erwacht habt. Wirklich mega krass. Es kommen natürlich noch weitere neue PlayStation-Spiele. Ich werde mir bald einen 4K-Monitor holen. Und dann werden wir mal gemeinsam auch auf 4K zocken. Und dann werde ich auch mal ein paar Videos auf 4K hochladen, rendern. Dann könnt ihr mal diesen Unterschied sehen, was das nochmal für eine geile, geile, krassere Grafik nochmal ist. Weil gerade zocke ich auch nur auf Full HD. Und wir können eigentlich nochmal mit vierfacher Auflösung mehr zocken. Ja, ich verabschiede mich, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao.